Vier nützliche Tipps, um Kalorien einzusparen. Herzlich willkommen zu diesem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Henry CL und in diesem Video geht es darum, wie du es schaffen kannst, Kalorien einzusparen. Du bist ja wahrscheinlich im Klaren darüber, dass wenn du abnehmen willst, Fett verbrennen willst, einen flachen Bauch bekommen willst, schlankere Beine, dass die sogenannten Kalorien wichtig sind. Und du weißt auch, wenn du abnehmen willst, darfst du nicht zu viele Kalorien essen. Und da bekomme ich sehr, sehr oft die Frage, Henry, was kann ich denn machen, um möglichst viele Kalorien einzusparen? Und darum geht es hier in diesem Video. Du wirst aber außerdem erfahren, warum Kalorien einsparen nicht immer nur die beste Idee ist und warum es vielleicht auch Sinn macht, das Ganze ein bisschen anders anzugehen. Der erste Tipp, um Kalorien einzusparen, ist es, dass du Fokus auf deine Fette legen solltest. Wie viel Fett konsumierst du? Man kann sagen, und das ist die Wahrheit, Fett macht nicht Fett. Das heißt, du kannst immer noch Fette essen. Dein Körper braucht Fette, die sind sehr, sehr gesund. Aber du solltest dir im Klaren darüber sein, wie viel Kalorien eigentlich in Fett drin sind. Und zwar ist es bei Fett ungefähr 9 Kalorien pro Gramm Fett. Das ist mehr als das Doppelte an Kalorien im Vergleich zum Eiweiß oder zu Kohlenhydraten. Das heißt, tendenziell solltest du nicht zu viele Fette essen. Du kannst immer noch einiges essen, immer noch leckere Sachen, aber achte auf die Fette. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, um Kalorien einzusparen, ist, dein Zeitfenster, in dem du isst, möglichst weit nach hinten hinaus zu schieben. Es macht nicht so viel Sinn, sehr, sehr, sehr viele kleine Mahlzeiten am Tag zu essen. Denn dadurch wirst du deinen Insulinspiegel immer wieder anregen, du wirst immer wieder Hunger bekommen und du wirst tendenziell mehr Kalorien essen. Mehr Sinn macht es, das Zeitfenster etwas nach hinten zu verschieben oder einfach zu verkleinern, indem du isst, weil du dann gefühlt mehr Kalorien offen hast. Ob das jetzt für dich heißt, dass du zum Beispiel dein Frühstück auslässt oder dass du gerne frühstückst, aber sehr, sehr spät abends nicht mehr isst, das ist immer individuell. Aber allein dadurch, dass du dich auf dein Zeitfenster auch ein bisschen fokussierst, wirst du Kalorien einsparen. Und der dritte Punkt hängt direkt damit zusammen, und zwar habe einen genauen Leitfaden in deinem Alltag drin, was die Ernährung angeht. So wirst du definitiv Kalorien einsparen. Ein Leitfaden bedeutet, dass du weißt in der Regel, was isst du so an einem normalen Morgen? Was isst du normalerweise mittags? Was isst du abends? Wann wirst du in der Regel plus minus essen? Jeder von uns hat einen Alltag oder einen Tag, in dem der Tag vielleicht sich ein bisschen variiert. Das heißt manchmal, dass man ein bisschen früher zu Hause, manchmal ein bisschen später. Man kann das Ganze individuell planen. Und du solltest in deinen persönlichen Alltag es so rein planen, dass die Ernährung für dich passt und dass du eine Struktur, wie so einen Leitfaden, einen roten Faden drin hast, der für dich und für deinen Alltag passt. Denn wenn du das nicht hast, dann ist es eher so ein bisschen zufällig und du weißt gar nicht genau, wann du was isst. Und das ist ein reines Raten. Und du wirst tendenziell viel, viel mehr Kalorien essen. Wenn du aber ein bisschen den Fokus drauf legst und auch genau weißt, hey, wann isst du was mit allem drum und dran, du sollst natürlich eine Freiheit drin haben, das ist ganz klar, flexibel soll es sein auf jeden Fall, aber so ein bisschen so eine Struktur, dann wirst du dazu geneigt sein, viel, viel weniger Kalorien zu essen. Der vierte Punkt, um möglichst viele Kalorien einzusparen oder wenig Kalorien zu essen, ist viel Flüssigkeit zu trinken. Das heißt, viel Wasser. Kannst du ungefähr sagen, als Frau 2 bis 3 Liter Wasser sollten es schon sein, je nach Lage teilweise sogar mehr. Das wird dafür sorgen, dass du ein erhöhtes Füllegefühl hast. Oft ist es nämlich so, dass man Hunger verspürt, aber es ist eigentlich gar kein Hunger, sondern es ist teilweise einfach, weil du auch zu wenig getrunken hast. Und da hilft es allein, wenn du viel Wasser trinkst. Jetzt aber hier eine sehr, sehr wichtige Message zu all diesen Tipps. Diese Tipps, die ich gerade gegeben habe, die sind schön und gut, die helfen aber auch ein bisschen. Das, was ich dir aber wirklich hier vermitteln will mit diesem Video, ist, dass es nicht immer so sein sollte, dass du auf Krampf versuchst, irgendwie Kalorien einzusparen. Es macht viel, viel mehr Sinn, darauf zu achten, dass du deinen generellen Kalorienbedarf erhöhst. Das heißt, dass du sogar mehr Kalorien essen kannst. Denn wenn du dich immer nur darauf versteifst, zu wenige Kalorien zu essen, das wird dich auf Dauer einfach frustrieren. Es wird immer so ein Versuchen sein, irgendwo einzusparen, irgendwas nicht zu essen. Viel mehr Sinn macht es, seinen Kalorienbedarf zu erhöhen. Und da gibt es verschiedene Taktiken, die man anwenden kann. Zum Beispiel ein großes Ziel sollte für dich sein, auch eine gewisse Muskulatur aufzubauen. Eine gewisse Grundmuskulatur. Zum Beispiel deinen Arm, dass sie nicht mehr wackelt, dass es schön straff wird. Bauchbereich, unterer Bauchbereich, Taille, Beine, Po, diese Grundmuskulatur aufzubauen, wird dafür sorgen, dass du deinen Leistungsbedarf erhöhst. Das heißt, du kannst mehr essen und leckere Sachen essen. Du fühlst dich viel gesünder, fühlst dich viel fitter, es sieht am Ende einfach viel besser aus, wenn alles schön muskulös und definiert ist und der Jojo-Effekt kommt nicht mehr. Das heißt, jede Muskulatur, die du aufbauen wirst, ich bin mir sicher, du wirst keine Bodybuilderin werden, sollst du auch nicht werden, aber diese leichte Muskulatur, die hilft schon, dass du mehr essen kannst. Und dieser Tipp und viele andere können dafür sorgen, dass du wirklich gar nicht wenig essen musst, du musst nicht verzichten, musst nicht irgendwie auf Teufel komm raus versuchen, irgendwo Kalorien einzusparen, sondern du wirst sehen, du kannst sogar relativ viel essen.
Du fühlst dich gut dabei, kannst immer noch mit deiner Familie ins Restaurant gehen. Und das ist das, worauf es wirklich ankommt. Das heißt, man sollte natürlich nicht übertrieben viele Kalorien essen, aber es macht Sinn, sich erstmal anzuschauen, hey, wie kann ich meinen Kalorienbedarf erhöhen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich noch mehr essen kann, dass ich leckere Sachen essen kann, nicht hungern muss und trotzdem abnehmen kann? 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80 Kilo ist alles möglich, alles schon realistisch, haben wir alles schon gemacht. Das ist das, worauf du den Fokus legen solltest, denn alles andere wird auf kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass du irgendwann 500 Kalorien nur noch essen darfst und komplett am Verhungern bist. Das ist nicht langfristig durchhaltbar. Es wird für dich nicht machbar sein. Hast du vielleicht auch schon mal gemacht. Deswegen sorg dafür, dass du immer noch mal viel essen kannst. Mach es dir einfach und mach es dir nicht schwer. Wenn du dabei Hilfe haben willst, dann solltest du dich jetzt auf jeden Fall mal für ein kostenloses Erstberatungsgespräch bei uns bewerben. Geh mal unten auf den Link auf www.henryzelt.com. Da sprichst du mit mir persönlich und einem Experten aus meinem Team einfach mal kostenlos über deine Situation. Wir schauen, wo du stehst und wie wir dir mit dem Coaching helfen können, deinen Traumkörper zu erreichen. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Henry und ciao.